Etwa ab 2000 vor Christus beginnt die Geschichte des Volkes Israel. Irgendwo in den Bergen Kanaans. Es ist ein raues Land. Der Jordan zerteilt es mit seinem Graben in eine Ost- und Westhälfte, geprägt von zerklüfteten Gebirgszügen und Wasserflächen, wie dem See Genezareth oder dem Toten Meer. Kanaan ist der südwestliche Ausläufer des fruchtbaren Halbmonds. Ein Gebiet, das sich halbkreisförmig vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer erstreckt. Die sogenannte Levante ist eine wichtige Landbrücke zwischen Afrika, Europa und Asien. Bedeutende überregionale Handelsrouten führen durch das Gebiet. Die Region liegt im Spannungsfeld von Großmächten. Das Reich der Hethiter im Norden, das der Babylonier im Nordosten und im Süden Ägypten, das in dieser frühen Zeit die südliche Levante kontrolliert.